Ja, moin, hier ist wieder Jens vom Kanal Move Electric. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Ja, was kommt nach i3? Ganz klar, i4. Und heute habe ich hier diesen i4 für euch, i4 M50. Also das Performance-Modell von BMW ist ja so ein bisschen angetreten, dem Model 3 Performance das Fürchten zu lernen. Und das teste ich heute natürlich auf meiner Reichweitenstrecke von Bremen nach Bremerhaven und zurück. 130 Kilometer bei Tempo 130 ist ja fast schon gemächlich für diesen Wagen, denn der fährt 225 Spitze. Ja, wie ist der Verbrauch? Wie sind die Fahrdaten? Wie ist das Fahrwerk? Wie fühlt sich der Wagen überhaupt an? Ist das vielleicht ja das viel bessere Model 3? Das testen wir heute. Das wird ein super spannendes Video. Also bleibt dran. Diese Sendung wird euch präsentiert von Store and Charge, euren Experten für Ladezubehör. Ja, und übrigens nochmal einen ganz besonderen Dank an Autohaus Brinkmann hier in Grasberg. Die haben mir den i4 M50 hier für einen Tag zur Verfügung gestellt. Super herzlichen Dank, weil das ist gar nicht so einfach, so ein Auto überhaupt zu bekommen von so einem Autohaus. Also schon gar nicht für einen Tag. Also Autohaus Brinkmann in Grasberg, falls ihr einen BMW sucht, eure Adresse. Ja, was gibt es über den BMW i4 zu sagen? BMW hat hier eine Plattform aufgelegt, mit der sie Verbrenner und Elektroautos gleichermaßen bauen können. Und diesen i4 gibt es mehr oder weniger fast gleich auch als Verbrennerauto. Dann unterscheiden sie sich optisch nur in wenigen Details. Also sind einmal hier diese blauen Zierapplikationen, dann ist der Kühlergrill natürlich anders. Hinten gibt es natürlich keinen Auspuff, aber auch so Diffusoren, die so ein bisschen diese sportliche Optik repräsentieren sollen und auch so ein bisschen die Auspuffauslässe nachempfinden. Brauche ich jetzt ehrlich gesagt nicht. Aber sie sind beides eben doch ziemlich coole Sportwagen. Und der M50 hier, der hat tatsächlich eine Leistung von 400 kW, das sind so rund 544 PS. Und im Boost-Modus bringt er 795 Newtonmeter. 3,9 Sekunden von 0 auf 100. Das sind im Prinzip die identischen Werte wie beim Model 3 Performance. Der CW-Wert hier ist tatsächlich auch relativ gering. Der ist nämlich bei 0,24. Zum Vergleich, mein Tesla Model Y hat auch 0,24, ist allerdings ein SUV. Also das heißt, hier ist noch so ein bisschen Luft bei BMW, aber ist ja schon mal ein guter Anfang. Und dieser CW-Wert zusammen mit dem, was dieses Auto repräsentiert, verspricht doch eine ganz gute Reichweite. Angegeben sind bis zu 520 Kilometer mit dem M50 und die kleinere Variante mit dem Hinterradantrieb, die kommt sogar noch ein bisschen weiter. Ja, und das finden wir natürlich gleich raus auf meiner Reichweitenstrecke, wieso der Verbrauch ist bei Tempo 130, also quasi Richtgeschwindigkeit auf der Autobahn. Ja, was ich zum Beispiel viel besser finde als beim Model 3, ist der Kofferraum. Also nicht die Größe an sich, die ist mit 470 Liter ganz okay, aber die Heckklappe, Leute, die öffnet sich im Prinzip wie so ein Hatchback total weit und man hat hier wunderbare Durchreichmöglichkeiten. Und ich frage mich gerade, ob hier nicht eventuell sogar mein Hund reinpasst. Das probieren wir aus. Myla, komm mal her. Da bist du ja. Wollen wir uns mal reinwagen? Ja, machen wir mal, ne? Dazu müssen wir das hier aber erstmal ein bisschen vorbereiten. Müssen wir das ausbauen. Hier das hier ausbauen und dann probieren wir das mal aus. Myla, komm mal rein. So, also der Hund ist drin. Jetzt ist mal die Frage, ob die Klappe zugeht. Ja, es geht. Also es ist nicht optimal, aber für kurze Strecken zum Golden Retriever kann man mit dem i4, tatsächlich transportieren. Wer hätte das gedacht? Geil. Wollen wir uns das Ding mal von hinten angucken, die Rücksitzbank. So, also ich habe den Sitz jetzt auf mich eingestellt, 1,82 groß. Das geht gerade so mit den Knien. Üppig ist das nicht, aber auch nicht eng. Aber so auf Dauer, auf Langstrecke, ich weiß nicht. Da sind die Beine doch sehr stark angewinkelt, auch hier mit dem Mitteltunnel. Man kann sie jetzt hier nicht weiter ausstrecken. Auch die Rücksitzlehne finde ich doch relativ steil. Einstellungsmöglichkeiten dafür hat man nicht. Kopfhöhe
Also es ist gerade so, ich habe vielleicht noch einen halben Zentimeter Platz zwischen meinen Haaren und dem Dachhimmel. Viel ist es wirklich nicht. Also Platzangebot hinten könnte üppiger sein, finde ich. So, jetzt sind wir also drin hier im BMW i4 M50 und ich muss sagen, ja, das Interieur, das sieht richtig gut aus, also mir gefällt es tatsächlich klasse. Mittelkonsole ist ein bisschen wuchtig, ist natürlich verbrennermäßig komplett durchgehend, mehr oder weniger. Hinten haben wir auch einen Kardantunnel, den wir gar nicht brauchen, aber ist vorhanden, das heißt, hinten der Raum wird auch dadurch eingeschränkt, also zumindest die Beinfreiheit, und vorne fühlt man sich durch den Mitteltunnel doch so ein bisschen eingebaut. Könntest du das wiederholen? Ja, später, liebes BMW-Navi. Der Versuch ist erneut oder sagt. Das BMW-Navi, habt ihr gerade gehört, reagiert auch auf meine Stimme, sobald ich irgendwie BMW sage oder zumindest es glaubt, dass ich BMW gesagt habe. Nicht immer ist es erwünscht, wie gerade eben, aber funktioniert, muss man sagen. Ja, Materialien. Wir haben hier ein bisschen Klavierlack, ein bisschen Chromoptik, also so gebürstetes Alu, würde ich mal sagen, ist kein Chrom, Entschuldigung, es ist matt. Gebürstetes Alu, hier ist auch wieder Klavierlack, hier ist so ein bisschen aufgeschäumtes Kunststoffimitat. Naja, auf jeden Fall haben wir hier auch ein wunderschönes Curved Display, also sind eigentlich zwei Displays, die aber so ein bisschen gekurvt angeordnet sind. Das ist auch anders als im Verbrenner. Das haben die hier bei der elektrischen Variante quasi exklusiv. Das Ganze, die ganze Software, die funktioniert auch ziemlich reibungslos, also Bedienung ist relativ flüssig. Natürlich gibt es Kritikpunkte, zum Beispiel die Verschachtung der Menüs, dass ich dann hier so kleine Apps habe, die ich natürlich während der Fahrt sehr schlecht bedienen kann. Ich kann das Ganze per Touch machen, ich kann das aber auch mit diesem iDrive-System machen. Dann ist das natürlich ein bisschen besser während der Fahrt, da muss man hier nicht irgendwie aufs Display touchen. Aber man muss erstmal erkennen, was für ein Icon ist das, was ist das für eine Bedeutung, und dann ist man abgelenkt. Also das sollte man tunlichst nicht machen. Da sollte man dann auf diese Widgets zurückgreifen, die man sich konfigurieren kann für den Hauptbildschirm. Und wenn man so ein Widget antippt, wie hier zum Beispiel eben den Verbrauch, dann sieht man, wird es sofort groß und das Ganze ist super flüssig. Also da gibt es gar keine Kritikpunkte. Ja, Navigation ist ja immer so ein Thema bei Elektroautos. Wie ist es mit der Ladeplanung? Und da hat BMW hier ja doch inzwischen schon ganz gute Hausaufgaben gemacht. Also sie haben eine Ladeplanung drin. Ich kann das doch mal zeigen. Wenn ich jetzt zum Beispiel, weiß ich nicht, zum Eurotunnel in Calais navigiere, Zielführung starten, dann geht die Berechnung relativ fix. So, das sind 673 Kilometer und ich bräuchte laut Navi 7 Stunden 27. Da komme ich natürlich nicht hin, weil ich ja nur 400... Jetzt wird übrigens 360 Kilometer angezeigt, schlagartig, weil ich jetzt Autobahn fahren werde. Das hat also das Auto gemerkt und die Reichweite sofort umgerechnet. Das ist schon mal ziemlich super. Jetzt müsste er mir nur irgendwie mal eine Routenplanung anbieten, finde ich. Weil mit 360 Kilometer komme ich ja nicht dahin. Das dauert immer ein bisschen, er scheint da wohl noch zu rechnen. Jetzt zeigt das an, Ihre Reichweite ist zu gering, blablabla. Möchten Sie eine ladeoptimierte Route nutzen? Ja, Route anzeigen. So, jetzt wird mir angezeigt, die Route ohne Ladeplanung 6 Stunden 37, die ladeoptimierte Route 7 Stunden 8, sind also quasi nur eine halbe Stunde länger. Und da klicke ich mal drauf. Und ach so, jetzt habe ich die schon gestartet. Ja, ich muss noch mal eben die Ladestation mir anzeigen lassen. Genau, ich soll tatsächlich zweimal laden, nämlich einmal bei Fastnet in 261 Kilometer. Ja, bei 321 Kilometer jetzt nur noch ist die Reichweite, sie sinkt irgendwie immer, weil er die Verkehrsdaten offensichtlich berücksichtigt. Das ist doch eine gute Entfernung. Und danach nochmal irgendwie in 552 Kilometer auch ein HPC. Fastnet wissen wir, 300 kW, was ist das für einer? Powerland. 322 kW Lader, wow, das ist doch mal ordentlich. Der ist irgendwie in Bernem, das ist scheinbar Belgien. Kann man das irgendwo sehen? Ja, ist in Belgien, genau. Wenn ich zum Beispiel nur bestimmte Filter einsetzen möchte, das heißt, ich möchte nur mindestens 150 kW Lader angezeigt haben oder 300 kW Lader, dann kann ich das hier filtern und dann werden die entsprechenden Ladestopps optimal berechnet. So muss das sein.
Das ist wirklich klasse. Jetzt wünschte ich mir noch, also BMW, wenn ihr das seht, eine Funktion wünschte ich mir, dass man sagen kann, man möchte Ladestopps nur dort machen, wo mindestens 4 Ladeoptionen sind. Also nicht nur eine Säule mit 2 Steckern, sondern mindestens 2 Säulen, dass man 4 Ladepunkte hat, falls die eine Säule mal kaputt ist. Das wäre noch so ein Sicherheitspunkt, wo ich denke, manchmal kommt man in eine Situation, dass eine Säule halt kaputt ist und das Navi, tja, das weiß es möglicherweise nicht. Aber ansonsten tipptopp, das funktioniert richtig klasse. Und ich würde sagen, ja, wir sind im Prinzip gut vorbereitet. Die Route breche ich mal ab, weil wir wollen ja nach Bremerhaven. Dann würde ich sagen, können wir starten. Wir haben 22 Grad, es ist sehr ruhiges Wetter. Das wird also eigentlich eine optimale Fahrt. Da denke ich doch, dass der BMW hier einiges bringt mit dem Verbrauch. Also eigentlich nicht bringt, nämlich möglichst geringen Verbrauch hat. Da sind wir mal gespannt. Wir haben jetzt alles zurückgesetzt. Klimamenü will ich nicht mehr. Da, wir haben jetzt 0, alles klar. 96% im Akku, angezeigt jetzt 361 Kilometer Reichweite. Ich muss den Wagen einschalten. Boing. Dann gibt es hier so einen geilen Sound. Übrigens, diesen Iconic Sound habe ich abgeschaltet. Der gefällt mir tatsächlich im Moment jetzt nicht. Man gewöhnt sich aber ganz gut dran. Er ist eigentlich auch cool. Aber wenn man jetzt hier so jahrelang Elektroauto gefahren ist und es war leise, dann ist es irgendwie merkwürdig, wenn man jetzt plötzlich wieder einen Sound hat. Gut, also es geht los. Mal sehen, ob ich hier rumkomme. Ja, Wendekreis geht gerade so. Diese 3D-Darstellung hier im Zentraldisplay ist übrigens mega cool. Das ist richtig genial. Ja, und auf meiner typischen Gullideckelstrecke, die ich ja immer fahre hier, da merkt man schon, dass das Fahrwerk hier echt super ist beim BMW i4. Also die Gullideckel werden jetzt nicht komplett weggebügelt. Man hört sie, man merkt sie, aber es ist sehr, sehr angenehm. So eine genau die richtige Mischung aus Sportlichkeit und Komfort. Apropos Komfort, ich fahre hier im Komfortmodus. Den Sportmodus spare ich mir. Mir geht es ja jetzt auch nicht um Sportlichkeit, sondern um Reichweite. Es gibt noch einen Eco-Modus, das ist mir dann aber zu reduziert, das will ich dann auch nicht. Also Komfort, denke ich, ist auch so die häufigste Einstellung bei den Leuten, die so ein Auto fahren. Ja, und wenn man diesen Sound abgestellt hat, dann ist es hier drin auch wirklich leise. Sie verzichten tatsächlich auf irgendeine Doppelverglasung hier, das ist alles nur einfach verglast, aber der Wagen ist halt so gut gedämmt. Da dringt von den Außengeräuschen sehr, sehr wenig in den Innenraum. Das ist natürlich für so ein Elektroauto super angenehm. Ja, und ich habe die Rekuperationsstufe hier auf B gestellt. Also man kann auch D wie Segeln und eben B ist höchste Rekuperation. Schaltpedals gibt es hier nicht. Und da ist dann auch tatsächlich ein One-Pedal-Driving möglich. Das heißt, ich nehme jetzt mal Gas weg, da vorne ist eine Ampel und er bremst im Prinzip bis zum Stillstand, wenn ich ihn lasse. Jetzt muss ich noch ein Stück fahren. So, und jetzt bis zum Stillstand. Jawohl, das funktioniert super. Ja, auch die Straßenbahnschwellen, die schluckt der Wagen total easy. Ja, auch hier wieder eine Ampel. Mit dem Gasfuß kann man den Wagen so dosieren, dass er genau an der Haltelinie zum Stehen kommt. Perfekt, so möchte man das. Und go, hoppa, hopp, ja, also. Weiß ich nicht, wie viele Sekunden das jetzt waren, aber der ging gut ab. Ich habe auch noch nicht ganz durchgedrückt, nur so ein bisschen. So ein Ampelstart, ich glaube, alle anderen sind noch 150 Meter hinter mir. Ja, kein Problem mit so einem M50. Und Ampelstart, yes! Ja, man kann ihn wirklich kaum auf der Straße halten. Also ich glaube, das war 1,5 Sekunden, dann war er auf 50. Richtig cool. Also Performance ist satt da, wirklich satt. So, und bei schönstem Wetter geht es jetzt gleich auf die Autobahn und dann fahren wir die 130er Strecke bei Tempo 130. Ich bin gespannt, wie sich der Verbrauch dann am Ende abzeichnet. Also ich erwarte deutlich unter 20 Kilowattstunden. Deutlich.
wir haben auch ein sehr, sehr schickes und gestochen scharfes Head-Up-Display. Das zeigt im Prinzip die Geschwindigkeitsbegrenzung an, die aktuelle Gefahrengeschwindigkeit, die Zustände von den Assistenzsystemen perfekt im Sichtfeld. Das ist richtig gut gelungen. Und natürlich funktionieren die Assistenzsysteme astrein, also Spurhalteassistent, Spur wechseln, gar kein Problem. Man hat die Spur wieder und er übernimmt. Wobei, jetzt fällt er gerade ein bisschen nach rechts. Naja, jetzt ist er wieder ausgestiegen. Okay, ich lobe ihn gerade und in dem Moment versagt er. Keine Ahnung. So, und jetzt für die Autobahn habe ich mal die Rekuperation wieder auf D gestellt. Das heißt, wir segeln jetzt mehr. Soll ja günstiger für den Verbrauch sein, bin ich gespannt. Auf jeden Fall merkt man hier, wir haben hier so eine Betonfahrbahn mit so Querrillen, dass das Fahrwerk wirklich sehr, sehr gut abgestimmt ist. Also er rauscht darüber, das ist Wahnsinn. Es ist total glatt alles und man hat nicht das Gefühl, dass man hier mit 120 fährt. So, jetzt ist aufgehoben, jetzt fahren wir 130. Was ich auch sehr gelungen finde, ist dieses Fahrerdisplay hier. Die ganze Grafik, die Anordnung, das ist alles gestochen scharf. Und irgendwie sieht es irgendwie richtig cool aus, finde ich. Gefällt mir total gut. Auch in der Mitte des Auto mit der angedeuteten Straße, wenn man den Spurhalteassistent angeschaltet hat, dass es dann grün wird, dass die Abstände angezeigt werden. Das sieht alles total klasse aus. Im Moment habe ich noch 398 Kilometer Reichweite bei 89%. Und wir sind jetzt knapp 25 Kilometer unterwegs und der Verbrauch liegt jetzt immer noch doch deutlich über 20, nämlich bei 22,7. Aber er sinkt gerade ein bisschen. Der einzige Wermutstropfen im Moment bei diesem Auto ist einfach der Preis. Wenn man bedenkt, dass der i4 M50 bei 70.000 Euro beginnt. Und hier mit dieser Ausstattung, da liegen wir eher so bei 87.000, 90.000. Das ist richtig, richtig bitter. Also viele Leute werden sich so ein Auto nicht leisten können. Einziger Trost, das gleiche Auto als Verbrenner kostet mehr oder weniger das gleiche. Also es ist jetzt nicht so, dass die Elektrovariante jetzt viel teurer ist als ein Verbrenner. Nee, es ist einfach die BMW-Preispolitik, die bei so einem Auto halt doch so heftig zuschlägt. Ja, wer es ein bisschen günstiger möchte, kann natürlich sich für den 40er interessieren. Der beginnt so ab 59.000 und ein paar zerquetschte. Da geht es natürlich auch in der Aufpreisliste weiter nach oben, wenn man ein paar Ausstattungsmerkmale haben möchte, auf die man auf jeden Fall nicht verzichten möchte. Realistischer Preis würde ich eher mal so sagen, 65.000, da geht es dann los, Spaß zu machen. Aber das ist dann auch ein ordentliches Auto und der wird dann noch weniger verbrauchen, ist aber natürlich nicht ganz so performant hier. Aber wer braucht schon 3,9 Sekunden von 0 auf 100? Ich würde mal sagen, die wenigsten. Höchstgeschwindigkeit ist ja auch noch so ein Thema. Da gibt es ja verschiedene Hersteller, die verschiedene Philosophien verfolgen. VW zum Beispiel sagt 160 mit dem Elektroauto. Dann ist Schluss. Es sei denn, ihr habt irgendwie die GTX-Version, dann könnt ihr 180 fahren oder so. Volvo ist ähnlich, 180 ist Schluss. Tesla sagt, so viel die Kiste hergibt, 220, 250, gar kein Problem, je nach Auto. BMW sagt, gutes Mittelfeld. Wir machen bei 225 Schluss. Könnte mehr, aber wir wollen nicht mehr. Ja, braucht man 225? Ich meine nein. Will man das mit so einem Auto mal fahren? Ich meine ja. Ist immer eine Frage der Gelegenheit. Wann kann man das schon mal? Natürlich auch eine Frage der Vernunft und der Sicherheit. Ich denke mal, mit dem Auto diese Geschwindigkeiten zu fahren, gar kein Problem. Mal ganz abgesehen vom Verbrauch. Weil dann kommt man vielleicht noch 150 Kilometer und dann ist Schicht. Stichwort Verbrauch. Nach rund 40 Kilometer sind wir jetzt bei 21,4 Kilowattstunden. Es sinkt also so langsam. Draußen sind es jetzt 21 Grad, obwohl hier im Widget steht 19 Grad. Aber das ist ja nur die Vorhersage. Die 21 Grad ist das, was wir messen. Temperaturen ist also relativ ideal. Wind haben wir auch kaum von vorne. Ein paar Wolken sind unterwegs, aber kein Regen. Muss man ja auch erwähnen bei mir. Also eigentlich doch Idealbedingungen.
Ja, Verkehrszeichenerkennung funktioniert auch einwandfrei, allerdings nur die Erkennung. Also Tempomat, Geschwindigkeitsabsenkung macht da jetzt nicht. Gerade 130 gewesen, also freigegeben, und dann kam die 120er-Zone vor Bremerhaven. Hat er mir auch schön angezeigt. Muss man aber dann setzen, das heißt, er reduziert die Geschwindigkeit nicht von alleine. Das wäre noch so ein kleiner Kritikpunkt, das würde ich mir wünschen bei so einem Auto, dass er das dann auch noch macht. Überhaupt so dieser Spurwechsel beim Lenkassistent, wenn der an ist, mal klappt er wirklich reibungslos, dass er sofort die Spur wiederfindet. Mal eiert er wirklich von links nach rechts und weiß es nicht. Man muss dann von Hand irgendwie die mittige Spur wieder suchen. Verstehe ich auch nicht, warum es so ist. Vielleicht erkennt er die Linie nicht genau. Also mal geht's gut, mal geht's nicht so gut. Ja, Licht und Schatten. Ja, jetzt nach 55 Kilometern, da liegen wir bei 20,5. Wir sind aber auch gerade jetzt in der 120er-Zone wieder vor Bremerhaven. Das heißt, wir müssen wieder langsamer fahren. Da ist der Verbrauch gesunken. Und bald in ein paar Kilometern kommt dann hier wieder die Abfahrt. Dann mache ich die Wende. Da wird es dann nochmal wieder weniger. Und dann geht es halt auf die Rücktour. Da haben wir dann so ein bisschen Wind schräg von vorne. Bin gespannt, ob das irgendwas ausmacht. Bremerhaven angekommen, 64,5 Kilometer zeigt hier das System und 19,5 Kilowattstunden. Also wir sind unter 20, bin mal gespannt, ob das so bleibt. Ist ja immer so, dass hier auf der Fahrt Richtung meinem Wendepunkt in Bremerhaven der Verbrauch immer sinkt, weil wir da nur 50 bis 70 fahren können maximal. Und jetzt geht es wieder einmal rum um den Pudding und dann auf die Autobahn zurück nach Bremen, nochmal 64,5, um genau zu sein, Kilometer. Das hier ist ja eine Allrad-Version, sonst könnten sie wahrscheinlich die Performance gar nicht so auf die Straße bringen. Und interessant ist, dass sie hier zwei Synchronmotoren verbaut haben, also vorne wie hinten. Also nicht hinten synchron, vorne asynchron oder so, um Energie zu sparen. Nein, Vollpower, beide Synchronmotoren. Könnte vielleicht den Verbrauch noch verbessern, wenn man vorne den nicht immer mitlaufen lässt. Aber so ist es hier, der läuft immer mit. Und mal sehen, momentan sind wir bei knapp 80 Kilometer bei 20,3. Also meine Prognose deutlich unter 20. Bin gespannt, ob ich das noch schaffe. Ja, ganz liebevoll gemacht ist hier diese Animation auf diesem Verbrauchsscreen, wo ja der BMW auch in der richtigen Wagenfarbe diesmal abgebildet ist. Wenn ich jetzt zum Beispiel links blinke, um mal einen LKW zu überholen, dann blinkt der hier auch auf der linken Seite der Wagen. Das sieht sehr schön aus, ist sehr liebevoll gemacht. So wünscht man sich das doch irgendwie. So, wir sind jetzt 100 Kilometer gefahren und wir haben noch 70% im Akku. Das heißt, von 96% sind wir gestartet, bei 100 Kilometer 26% Verbrauch. Ja, 26, 100 durch 26 ist nicht ganz 4, also wir kommen nicht ganz die 400 Kilometer, wenn wir so fahren, wie ich jetzt heute gefahren bin. Und bei dem Wetter und so weiter. Das heißt, da liegen wir knapp drunter. Verbrauch ist im Moment 20,9. Ein bisschen müssen wir noch. Hat sich zumindest nicht deutlich erhöht, der Verbrauch, obwohl wir leichten Gegenwind haben, also so schräg von vorne. Ein bisschen durch die 30er-Zone in Bremen fahren wir ja auch noch. Also ich bin gespannt, wo wir am Ende landen. Das wird echt richtig spannend, ob wir unter die 20 kommen. Ja, und die Sitze hier in dem i4, die finde ich doch relativ komfortabel, sind relativ sportlich geschnitten, sage ich mal. Seitenhalt könnte für mich ein bisschen besser sein. Ich bin halt ein bisschen schmal geschnitten, im Gegensatz zu den Sitzen. Sie sind auch doch recht straff, also könnten vielleicht ein bisschen weicher sein, würde ich mir jetzt zumindest wünschen. Ansonsten Einstellungsmöglichkeiten, alles vorhanden, was man sich nur wünschen kann hier, auch die Beinauflage vorne ausziehbar. Das ist wirklich perfekt für lange Strecken, gefällt mir gut. Einziger Kritikpunkt aus meiner Sicht, für mich der mangelnde Seitenhalt und ein bisschen hart finde ich sie, so auf Dauer jetzt gesehen.
So, bei 120 Kilometern gefahrener Strecke liegen wir bei 20,6 Kilowattstunden. Also ich fürchte, wir schaffen es nicht ganz. Mal sehen. Gleich geht es hier wieder runter von der Autobahn. Dann fahren wir noch ein bisschen durch die Stadt, die 30er-Zone bis nach Hause. Und dann gucken wir mal, wie der Endstand ist. Ja, wir sind wieder angekommen nach 129,3 Kilometern und wir haben 20,0 verbraucht. Schade, ich dachte, wir schaffen es unter die 20. Wir haben aber 3 Kilowattstunden rekuperiert auf der Strecke, immerhin. Ja, was sagt uns das jetzt? Wir haben 63% noch im Akku, das heißt, wir haben 33% verbraucht für 130 Kilometer. Das ist ja genau mal 3, dann hätten wir 390 Kilometer, die wir mit diesem BMW i4 M50 bei dieser Fahrweise auf der Autobahn kämen. 390 Kilometer, ja, finde ich einen super Wert, muss ich echt sagen. Und dazu soll er ja noch super schnell laden. Das versuche ich natürlich gleich nochmal auszuprobieren. 63%, tja, da habe ich noch ein bisschen, was ich runterfahren muss. Also so bis 15 würde ich sagen, mindestens. Mal gucken, ob ich das hinkriege. Ja, und wenn ihr euch jetzt für den E4 oder ein anderes Elektroauto interessiert, es aber nicht gleich kaufen möchtet, sondern vielleicht erstmal so ein Jahr im Abo fahren wollt, da habe ich folgenden Tipp für euch. Schaut doch mal bei InstaDrive vorbei, die Adresse blende ich euch hier unten ein. Die bieten nämlich Autoabos an für fast jedes Elektroauto und auch die Lieferzeit ist bei InstaDrive in der Regel viel kürzer als bei irgendeinem Händler, weil die sich schon rechtzeitig mit Elektroautos eingedeckt haben. Das heißt, ihr müsst dort nur euer Automodell aussuchen, konfigurieren und das gesamte Paket inklusive Versicherung, Wartung, Winterreifen etc. pp. Ist alles im Abopreis enthalten. Ja, leider habe ich es nicht ganz geschafft, ihn bis 15% runterzufahren. Der Verkehr war einfach zu dicht, dann bin ich auch noch in Stau gekommen. Und dann war die Zeit zu knapp, sodass es jetzt nur 33% geworden ist. Aber ihr habt gesehen, selbst bei 33% habe ich kurz die 210 kW gesehen. Das ist sogar 5 kW mehr als überhaupt angegeben. Und sonst, die Ladekurve an sich ist eigentlich relativ okay. Also für so ein Auto, da kann man überhaupt nicht meckern. Ja, kommen wir doch mal zur Zusammenfassung. Der BMW i4 M50. Ich würde sagen, es gibt Kritikpunkte und es gibt viel Positives. Fangen wir doch zuerst mal mit den Kritikpunkten an. Erster Kritikpunkt. Ich finde, das Raumangebot hier drin ist doch ein bisschen knapp für 4 Erwachsene. Da ist dann bei Langstrecken hinten, gerade wenn man groß ist, doch ein bisschen wenig Platz. Auch die Kopffreiheit könnte besser sein. Das können andere Autos eigentlich besser in dem Segment und das ist ein bisschen schade. Ja, damit zusammenhängender Kritikpunkt Nummer 2, Kofferraumangebot. Der Kofferraum hinten ist eigentlich relativ groß und ist auch super zugänglich mit der großen Heckklappe. Nichtsdestotrotz ist der Raum halt auch nicht üppig mit 470 Litern und einen Frunk, ja, haben wir leider auch nicht. Bei der großen Motorhaube würde sich das doch richtig anbieten. Schade, dass sie das nicht hingekriegt haben.
Kritikpunkt Nummer 3. Für mich finde ich die Sitze nicht ganz optimal. Also sie sind ein bisschen straff für meine Verhältnisse. Und der Seitenhalt ist, könnte besser sein. Also er ist nicht schlecht, aber für mich könnte er besser sein. Ja, nächster Kritikpunkt. Ich höre hier doch tatsächlich auch ab und zu die Klimaanlage brummen. Das habe ich schon bei meinem Tesla Model S. Da nervt es mich doch ziemlich, weil es da dort doch relativ präsent ist. Also zumindest manchmal, wenn sie viel powern muss. Und das war hier auch so im i4, dass die Klimaanlage deutlich zu hören war mit einem Brummen. Nicht permanent, aber eben dann, wenn sie doch viele Leistungen abliefern muss. Und das kenne ich sonst von so gut wie gar keinem Auto. Mal meinen Tesla abgesehen, bin ich jetzt irgendwie ein bisschen beruhigt, dass das sogar BMW passiert. Und noch ein Kritikpunkt, was die Assistenzsysteme angeht. Die funktionieren eigentlich super. Das ist auch wirklich Kritik auf ganz hohem Niveau. Aber ich finde, bei dem Preis, da könnte ich erwarten, dass das reibungslos funktioniert. Und gerade wenn man eben gerade auch rechts abbiegt, die Spur quasi wieder nach rechts wechselt, dann findet er irgendwie manchmal die Spur nicht. Und dann muss man quasi von Hand irgendwie wieder in die Mitte lenken, damit er sich dann wieder einrastet, der Lenkassistent, und damit es dann wieder fluffig weitergeht. Ja, und letzter Kritikpunkt, last but not least, ist eindeutig der Preis. Also Leute, irgendwie 85.000, 90.000 Euro für so ein Auto wie dieses hier, das ist so viel Geld. Wer kann sich sowas schon leisten? Es sind halt ganz wenige, die sich das leisten können. Und das ist richtig schade, denn das Auto ist eigentlich ziemlich, ziemlich geil. Und da wären wir dann auch schon bei dem Positiven. Also Performance sagenhaft. Ich meine, Model 3 Performance kennt man ja vielleicht schon. Aber dieser i4 M50, der steht dem im Prinzip in nichts nach. Also Beschleunigung, da zieht es dir die Socken aus. Höchstgeschwindigkeit 225 habe ich kurz vorhin mal getestet, wo es mal ein paar Meter frei war. Ging wirklich gut ab und erreicht man in Windeseile, so schnell kann man gar nicht gucken. Der Wagen liegt super satt auf der Straße, das Fahrwerk ist perfekt, würde ich sagen, perfekt abgestimmt. Genau die richtige Balance aus Komfort, Sportlichkeit, und ich bin ja auch im Komfortmodus gefahren. Ich habe das im Sportmodus noch gar nicht probiert, aber so wie ich jetzt hier heute gefahren bin, war es für mich im Prinzip perfekt. Ja, auch die Reichweite mit so rund 390 Kilometer bei dem 80 Kilowattstunden Akku, ey, das ist doch super klasse. Auch der Verbrauch mit 20 Kilowattstunden bei meiner 130 km/h Strecke war jetzt nicht übermäßig hoch. Ja klar, er könnte besser sein. Model 3 Performance schafft vielleicht ein bisschen weniger, zumindest laut Bordcomputer. Wir wissen ja, dass der Bordcomputer beim Tesla nur den reinen Verbrauch anzeigt fürs Fahren, also für die Motoren, aber nicht die Nebenverbräuche. Das heißt, das wird hier beim BMW natürlich anders sein. Das heißt, im Prinzip werden die sich wahrscheinlich so ein bisschen die Waage halten. Und dafür, dass der BMW eigentlich vom CW-Wert schlechter ist als das Model 3, auch höher ist als das Model 3, da kann man im Prinzip hier, was den Verbrauch angeht, für diese Variante gar nicht meckern. Und wer ein bisschen weniger verbrauchen möchte, der soll vielleicht zum kleineren 40er greifen. Der hat ja auch nur Hinterradantrieb. Da wird der Verbrauch mit Sicherheit auch nochmal um 5, vielleicht sogar 10% niedriger sein. Damit also auch die Reichweite höher, denn sonst sind die Größen des Akkus und so weiter ja komplett gleich. Ja, mein Fazit im Prinzip, der BMW i4, auch in dieser M50-Variante, ist ein sau, sau geiles Auto. Erst recht ein sau, sau geiles E-Auto. Ja, wenn ich es mir leisten könnte, könnte ich es mir fast überlegen. Wobei, da gibt es noch das ein oder andere Auto auch in der Preisklasse, was auch nicht schlecht ist. Aber jedenfalls, wenn ihr ein sportliches Elektroauto sucht und kein Model 3 haben möchtet, sowieso ein deutsches Auto fahren möchtet, ja, was gibt es dann noch? Also alles andere ist im Prinzip SUV oder Kleinwagen. Also ist das im Prinzip momentan das einzige Auto, was ihr euch kaufen müsst. Vorausgesetzt, ihr habt die Kohle. Ja, wenn BMW so weitermacht, also bei diesem Auto haben sie ja schon gezeigt, sie können gute Autos bauen, das sowieso, das wissen wir schon. Sie können aber auch gute Elektroautos bauen, und das trotz einer Plattform, die im Prinzip noch so Verbrennergene hat. Wenn sie dann erstmal eine reine Elektroplattform für diese Bauart quasi auf den Markt gebracht haben, ja, da wird mir um BMW erstmal so nicht bange. Das werden sie schon hinkriegen. Ich denke mal, die nächsten Autos, die dann noch kommen, die werden die Latte wieder ein Stück höher setzen. Ja, also ich bin begeistert. Der i4 ist ein klasse Auto. Wenn ihr die Chance habt, dann solltet ihr den mal Probe fahren. Muss ja nicht gleich der M50 sein, weil den kriegt man wirklich schlecht zugelassen irgendwo beim Händler. So viel gibt es davon nicht. Und ach so, einen der Nachteile habe ich noch ganz vergessen, die Lieferzeit. Leute, ja, wenn ihr so ein Auto bestellt, dann müsst ihr mal so ein Jahr Sitzfleisch mitbringen, weil ja, ist so gut wie nicht zu kriegen. Ne? Lieferengpässe, keine Ahnung, Materialknappheit oder sie bauen sowieso zu wenig.
Ja, wissen wir nicht genau, woran es liegt, aber ich meine, andere Hersteller haben darunter ja auch zu leiden. Aber ein Jahr Wartezeit, boah, das ist echt verdammt lang, finde ich. Naja, so ist das halt heutzutage. Also Fazit, klasse Auto, fahrt ihn Probe, wenn ihr könnt. Und wenn euch das Video gefallen hat, natürlich nicht vergessen, mir einen Daumen nach oben zu geben. Gebt mir ein Like für den Algorithmus. Und ich möchte diesen Sommer noch irgendwie auf 40.000 Abos kommen. So viel fehlt da ja nicht mehr. Also wenn ihr mich noch nicht abonniert habt, dann drückt den Abo-Knopf. Vielen Dank dafür. Und dann sehen wir uns vielleicht beim nächsten Video. Würde mich freuen, wenn ihr wieder dabei seid. Bis dahin, habt eine schöne Zeit. Macht's gut. Ciao.